Ja, moin Leute! Heute war Apple Event und wisst ihr, was rausgekommen ist? Das iPad Mini. Im Grunde genommen ist das iPad Mini wie der iPod Touch der fünften Generation. Nur ein größeres Display und eine 27p Frontkamera. Ja, das ist es eigentlich schon. Es hat die gleiche Auflösung wie das iPad 2 oder das erste iPad mit 1024x768. Und es hat eine Bildschirmgröße von 7,9 Zoll, also fast 8 Zoll. Das iPad kommt entweder in weiß oder in schwarz zu euch und hat wie das iPhone 5 entweder eine Aluminiumrückseite oder eine Graphitrückseite, also Aluminium mit Graphit zusammen. Es hat eine 5-Megapixel-Kamera, die auch Full HD aufnimmt, also im Grunde genommen eigentlich wirklich wie der iPod Touch 5G. So, ganz ehrlich, ein A5-Prozessor steckt drin. Und der soll das iPad bepowern. Es hat ein ziemlich nettes Design, aber ganz ehrlich, mit dem A5-Prozessor hängt es doch irgendwie ein kleines bisschen hinterher, so meiner Meinung nach. Na, ich meine, das iPhone hat auch den A5-Prozessor, aber das ist auch schon ein Jahr alt. Und für ein neues Produkt finde ich es doch relativ langsam. Es liegt mit den Preisen bei 329 Euro für die 16 GB Wi-Fi-Version, also ohne 3G und sowas. Die Version ist jeweils 120 Euro teurer. Also haben wir für 16 GB bezahlen wir mit Wi-Fi 329, 32, 429 und 529 für 64 GB und mit 3G immer 120 Euro teurer, also startend bei 459 Euro. Das iPad Mini soll trotzdem 10 Stunden Batterielaufzeit haben und kommt natürlich genauso wie das iPhone 5 mit dem neuen Lightning-Anschluss. Auch dafür gibt es übrigens ein Smart Cover. Das ist komplett neu designt. Startschuss ist für die WLAN-Version der 2. November, die könnt ihr da in den Stores bekommen und Freitag vorbestellen. Genauso wie die 3G-Version, die kommt allerdings erst 2 Wochen später und das auch zuerst nur in den USA und dann später auch in Deutschland. So, und das war's zum iPad Mini. Fotos habt ihr ja gesehen jetzt hier so nebenbei. Ansonsten schaut euch das Ganze einfach auf apple.de an, ist alles schon live. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao!